Deutscher Bildungsserver. Wir von Lehrer Online wünschen dir zum Geburtstag alles, alles Liebe und Gute. Mit ganz tollen Materialien, unter anderem die wir gemeinsam erstellt haben, Informationen und aktuellen News hältst du die Lehrerschaft und die gesamte Bildungslandschaft seit 20 Jahren toll auf dem Laufenden. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, bleib wie du bist. Ich bin Dieter Kasang, leitender Redakteur des Bildungswiki Klimawandel und Klimafolgen, einer Kooperation des Deutschen Bildungsservers mit der Hamburger Klimaforschung. Das Klimawiki ist mit 2 bis 3 Millionen Seitenaufrufen pro Jahr wahrscheinlich die meistgenutzte Plattform zum Thema Klimawandel im deutschsprachigen Raum. Der DBS hat das Wiki auch durch technische Innovationen wie die semantische Verknüpfung der Artikel zum Web 3.0 vorangebracht. Dafür möchte ich an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen und gratuliere zu der erfolgreichen Arbeit. Herzlichen Glückwunsch! Der Deutsche Bildungsserver ist eine der wenigen Institutionen, die in einem föderalen Bildungssystem es schaffen, länderübergreifend Akteurinnen und Akteure zu aktivieren und zu adressieren. Gerade das ist für ein Themenfeld wie Open Educational Resources oder freie Bildungsmaterialien ganz besonders wichtig. Ich wünsche daher dem Deutschen Bildungsserver viel Energie und Kraft, sich weiter in diesem Themenfeld als zentralen Akteur zu positionieren und kann nur sagen, weiter so. Der Bildungsserver begleitet mich seit vielen Jahren sicher durch den Informationsdschungel. Ob Forschungsdaten oder der Stellenmarkt, hier ist man immer richtig. Als zentrales Portal bereitet er Informationen schnell sichtbar und gut strukturiert auf. Für die Zukunft wünsche ich mir weiterhin viel Mut für Innovation und ich gratuliere ganz herzlich für 20 Jahre tolle Arbeit. Liebes DIPF, ganz herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum des Deutschen Bildungsservers. Dass der so eine Erfolgsgeschichte geworden ist, liegt, denke ich, an dreierlei. Zum einen an der von Anfang an sehr, sehr guten Idee, zum zweiten an den sehr kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und drittens, und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, an den politischen Initiatoren, die es erreicht haben, hier A- und B-Länder und den Bund hinter ein gemeinsames bildungspolitisches Ziel zu vereinen. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu und alles Gute für die nächsten 20 Jahre. Hallo, ich bin Jana Scharnberg vom Learning Lab, zuständig für das Kooperationsprojekt EduTex. Und ich bin Richard Heinen, auch am Learning Lab, und ich habe den Deutschen Bildungsserver kennengelernt vor 20 Jahren an der Universität in Limerick und deshalb kommt jetzt ein Limerick. Ein Server in Frankfurt am Main sortiert Bildungsressourcen ein. Nach Fächern und Themen und Klassen wird man auch morgen das Web erfassen. Die Zukunft wird offen sein.